Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Visions of Mana. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben hier im Guju noch 4 Nebenmissionen übrig. Ach, fangen wir einfach mal an, nicht wahr? Fangen wir einfach mal an. Wo wollen wir denn hin? Gehen wir hier jetzt mal hin? Ah, das Kunstwerk. Genau. Ah, Reisende, ich bin froh, dich zu sehen. Guju ist so menschenleer, dass man sich wirklich gruselt. Ich wusste natürlich, dass es vor 4 Jahren zerstört wurde. Aber als ich diese ganze Trostlosigkeit zum ersten Mal mit eigenen Augen sah, hat es mir die Sprache verschlagen. Schwer vorstellbar, dass dies derselbe Guju sein soll, in dem mal so viele Menschen gelebt haben. Als hätte ich nicht schon genug Sorgen. Aber gut. Ich bin ja nicht nur zu Vergnügen hier, wie du sie sicher denken kannst. Hier hast du eine Idee, an welchem Ort dieses Bild gemalt wurde? Boah, überhaupt nicht. Die abgebildete Stelle muss irgendwo in der Zavari-Wüste sein, aber ich war noch nie in einer Wüste und habe Angst, mich Kopf über ins Unbekannte zu stürzen. Wenn du diesen Ort irgendwo finden solltest, sag mir bitte Bescheid, dann komme ich nach. Also der ist... Das Bild ist übertrieben. Da ist ja fast gar nichts zu erkennen. Fast gar keine Strukturen. Ich meine, ich mache das ja natürlich gerne, ne? Aber... Das ist eine Struktur auf dem Bild. Könnte ja überall sein. Gut, dass man bisschen Hinweise kriegt, ne? Gucken wir mal, wo ist denn das? Da oben rechts, wir waren da noch gar nicht. Ach, warte mal. Ich muss leider mal kurz absteigen. Ich wollte in diesem Part gerne Karina mit Palmina auswechseln, weil ich denke mal, Wüste mit der Wasserfähigkeit passt eigentlich ganz gut, oder? So. Ja, dann machen wir uns auf den Weg hin. Wir werden schon den Ort irgendwie finden. Kann auch direkt hin, ne? Ja. Da muss ich zwar an die Level 50 Gegner vorbei, glaube ich, aber... Bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, ne? Aber hier ist es ja nicht. Das ist schon da oben, denke ich. Wir müssen auf die andere Seite. Kann überall sein. Ich kann jetzt schlecht die X-Taste spammen, weil dann springt man. Außerdem glaube ich, dass es weiter... Warte mal. Ist auf jeden Fall höher. Man sieht diese Insel da hinten noch. Bergspitze. Die da. Das heißt, muss irgendwo da sein, ne? Gut, dann müssen wir mal weiter höher. Dann hoffen wir mal, dass ich jetzt nicht irgendwie in den Gegner reinlaufe und dann verrecke, ne? Weil ich meine, das sind ja 50 Gegner hier. Mein Spiel will uns hier diese Ruinen reinhaben. Aber diese Ruinen lassen sich ja nicht öffnen. Ohne Level 50 zu sein. Oder täusche ich mich da? Wir kommen ja nicht rein. Da gibt es ja einen anderen Zugang. Man muss durch das Tor da drüben. Gibt es irgendwie einen Weg da hoch rüber?
Es ist auf jeden Fall da oben drauf. Aber ich kann jetzt nicht fliegen. Wie ihr seht. Alter. Oder kann ich ja so hoch springen, dass ich darauf lande? Niemals. Versuch's einmal. Nee. Also da geht's nirgendwo weiter. Also diese Quest können wir auch augenscheinlich auch noch nicht abschließen, weil da komme ich nicht hoch. Oder eventuell vielleicht doch. Ich muss kurz. Moment. Vielleicht diese Kante, ja? Na. Nee, die Kante, da komme ich auch nicht hin. Das geht nicht. Gibt es irgendwie was? Nee, es gibt auch nichts, wo man irgendwie hier höher kommen kann. Man kann hier auch nicht ranzoomen, also. Ich gucke vorne nur vom Tor. Und wenn da nichts ist, dann müssen wir halt die andere Sidequest annehmen. Muss ich halt auch später verschieben, auch. Weil hier kommen ja anscheinend einige Quests zusammen, die man auch später verschieben muss. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich hier auf das Tor komme. Also natürlich kann man vielleicht von da aus vielleicht darüber fliegen, wenn man das irgendwie kann. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass man irgendwie fliegen kann. Das war halt meine Idee, ne? Aber das geht halt aktuell nicht. Naja. Gut, dann ist das halt auch eine Quest, die wir erst später machen können. Scheinbar. Schade. Habt ihr jetzt gesehen, wie ich einfach gar nichts geschafft habe, aber es ist halt manchmal so, ne? Hast du schon die Gerüchte gehört, die gerade Runde machen? Angeblich treibt eine Zammerbüste ein brennendes Gespenst an Unwesen. Ich traue mich kaum, es anzusprechen, aber mein Nachbar behauptet, es sei der Rachgeist eines Mannes, der in der Katastrophe um Leben gekommen ist. Seitdem ich das gehört habe, liege ich nachts wach und fürchte mich. Da weiß ich nicht immer, ob an dieser Schaudergeschichte überhaupt was dran ist. Kann ich dich bitten, dich an der Zammerbüste umzusehen und mich für mich aufzuklären? Ja. Muss ausprobiert werden, nicht wahr? Gut. Da haben wir noch 4 Quests vor uns und dann haben wir das. Schauen wir mal, ob da jetzt 50er Gegner bei sind. Dann, wenn ja, dann würden wir im nächsten Part wohl die Story weitermachen. Besiege den glühenden Pavlo. Okay. Ich hoffe mal, dass er nicht Level 50 ist. Habe ich schon gegen den Pavlo gekämpft? Naja. Oben drauf. Der Klasse ist aber Pavlo. Was ist mit eurer 50er Quest los hier gerade? Okay, Leute, die nächste Quest, die wir die machen können. Weil so langsam wird es ein bisschen verrückt, oder?
Müsste wohl erst auf die Benebodon-Jagd gehen und dann anschließend diese ganzen Quests machen. Na, schauen wir mal. Entschuldige, wenn du dich in die Safari-Wüste. Wenn du in die Safari-Wüste gehst, könntest du dort bitte nach meinem Sohn Anton Ausschau halten? Er sollte zur Anlegestelle hinter der Wüste und ist immer noch nicht zurückgekehrt. Eigentlich hätte er längst wieder da sein müssen. Was, wenn er vom Monster angegriffen und verwundet wurde? In der Wüste kann eine kleinste Verletzung zum Verhängnis werden. Vielleicht findest du ihn dort irgendwo entlang des Weges zur Anlegestelle. Zumindest hoffe ich das. Ja, das hoffe ich auch, der verlorene Sohn. Bis jetzt ist jede Sidequest gleichzeitig der Erkenntnis, dass wir die nicht abschließen können. Wieso kriegt man Quests, die halt wirklich offensichtlich nicht für unser Level sind? Das ist ein bisschen... Mag ich nicht so. Also hoffe ich mal... Einfach mal, dass jetzt vielleicht... bei Level 30, 40 ist die Quest die nächste. Weil nochmal Level 50 Mobs. Ja. Guten Tag. Hilfe, hört mich denn niemand? Hier drüben, ich bin von Monstern umzingelt. Ich wollte doch mit dir unterhalten. Oh. Meinst du, das ist ganz stark, ne, mit der Axt? Mit der Sense meine ich. Nein, der Kampf ist vorbei. Oh, das sieht cool aus. Hier, was? Oh, das ist so cool. Bitteschön. Puh, das war gefährlich. Tausend Dank für eure Hilfe. Oh, ich muss die Göttin persönlich geschickt haben. Habt ihr vielleicht etwas Wasser für mich? Meine Feldflasche ist leer. Wir sind gerade nahezu drin geschwommen. Ah, jetzt geht's mir besser. Mein Name ist Anton, ich war heute bei der Anlegestelle und auf dem Rückweg behefteten sich plötzlich diese Monster an meine Fersen. Eine Weile lang habe ich versucht, die abzuschütteln, aber irgendwann ging das Wasser aus und ich hatte einfach keine Kraft mehr. Wäre der zufällig vorbeigekommen, hätte ich ganz schnell alles gesehen. Ihr sagt, das war kein Zufall. Mein Vater hat hergeschickt, um mich zu suchen. Oh je, da sollte ich mich besser schleunigst auch bei ihm melden. Keine Sorge, ich finde das alleine nach Hause. Ich bin nicht verletzt, nach dem kräftigen Schluck Wasser gerade bin ich wieder wie neu. Ich glaube, es ist besser, wenn ich meinen Vater nicht länger warten lasse. Ich verabschiede mich. Ja, ja. Muss ja immer eine Ausrede gefunden werden, dass der nicht mit uns kommt, ne? Oder warum er. Ja. Warum er plötzlich da ist und noch nicht oder weg ist oder so. Ja, wenigstens eine von den vier Quests haben wir jetzt schon machen können. Oh, da bist du ja wieder. Anton ist ja da. Du kannst dir nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin. Er ist ohne Umwege ins Bett gefallen. Jetzt schläft er. Der Arme muss allerhand durchgemacht haben. Mir wird ganz anders, wenn ich daran denke, wie das ohne deine Hilfe geendet wäre. Ich danke dir von ganzem Herzen. Gern geschehen. Gern gemacht. Gut. Nächste Quest, die hoffentlich abschließbar ist. Hallöchen. Unser armes Gucho, früher war hier so viel Leben. Ich wünschte, diese furchtbare Katastrophe wäre niemals geschehen. Oh, entschuldige, ich war gerade in Gedanken vertieft. Ich stehe hier schon seit Stunden und überlege, ob es nicht irgendetwas gibt, was ich tun kann, damit wir schneller mit dem Wiederaufbau beginnen können. Gnome sagt zwar, dass es immer noch zu gefährlich ist, um sich lange im Dorf zu halten, aber ich kann mein Heimat doch nicht einfach sich selbst überlassen.
Sagen die Entensoldaten was? Die mit den Händen auf den Kopf? Bisher kamen meine Leute und ich ja noch mit einfachen Werkzeugen aus, aber für den richtigen Wiederaufbau fehlt es uns an allen Ecken und Enden an brauchbarer Ausrüstung. Die Helme dieser Entensoldaten sehen so aus, als könnten sie auch auf menschliche Köpfe passen. Und es wäre doch besser, wenn auch die Köpfe der Helfer gut geschützt sind, bevor sie sich an die gefährliche Arbeit machen, oder? Sollten also ein paar Entenhelme in die Hände fallen, könntest du sie mir dann vorbeibringen? Ja, sicher, sicher, ne? Wissen wir ja Bescheid. Entenhelme jagen. Das ist die wenigste Quest, die wir machen können. Jetzt erstmal herausfinden, wie viele. Zehn Stück. Ja, ich weiß ja nicht, wo die Enten jetzt sind. Aber irgendwo eine Wüste. Suchen wir die Entchen. Darf er da rauf? Ich habe Angst. Ich mag hier nicht raufgehen. Weil der Sand so weich ist. Naja. Skorpione, hier war das Schiff, ne? Enten. War das am Anfang der Wüste? Nahe des Meeres? Oder waren da nur Krabben? Hier sind zwei. War leider nicht genug. Ohne Gai. Da noch ein paar Stück. Gut. Noch mal ein paar Stück. Ja, also dieser Pfad hier ist perfekt, oder? Nochmal zwei oder drei, ich hab's nicht gesehen. Du. Den Kristall-Entensoldat. Was waren? Jetzt habe ich aber Lust, Enten zu erledigen. Ja, okay, ich gehe ja schon. Mann. Darf auch keinen Spaß hier haben, ne? Jetzt wollen sie die Entenhelme klauen. Die armen Monster, die armen Enten. Haben sie wahrscheinlich mit Fleiß geschmiedet. Oh. Bitteschön. Oh, da ist Entenhelme dabei, eine ganze Menge sogar. Damit sollen die Bauarbeiten um einiges sicherer werden.
Gut, danke dir von ganzem Herzen. Na, ist so gut, nimm dies zum Dank. 11.000. Meine Güte, das ist echt eine Menge Geld, was wir hier bekommen, ne? Was, wenn ihr das so beschlossen ist? Ach, ich hätte dich niemals allein gehen lassen sollen dürfen. Oh, verzeih. Habe ich mit mir selbst geredet? Das war nicht meine Absicht. Ich mache mir nur solche Sorgen. Mein Mann ist in die Gamranda-Mine gegangen und die Basilisten verjagen, die dort eingedrungen sind. Eigentlich kommt er von solchen Einsätzen immer wohlbehalten zurück, aber aus irgendeinem Grund habe ich heute so ein furchtbar uncooles Gefühl. Wahrscheinlich, weil er allein losgezogen ist. Wenn der Atem der Basilisten ihn jetzt in Stein verwandelt, gibt es niemanden, der ihnen helfen kann. Wärst du wohl so gut, zu den Gamranda-Minen zu gehen und nach meinem Mann zu suchen? Ich werde nicht schlafen können, ehe ich nicht weiß, was das wohl auf ist. Sein Name ist Bijun. Bitte hilf mir. Ding ist halt, Basilisk halt Stein, ist halt eklig, ne? Er ist halt eklig. Stein-Zauber. So, kann ich es endlich mal fertig laden? Auf die Gamranda-Mine, ne? Gamranda-Minen. Ist auch gleich um die Ecke, zum Glück. Muss ich da nicht komplett rein. Aber ich werde hier vorher aus Sicherheitshalber einmal speichern, ne? Wenn die Basilisken uns alle versteinern, ist halt, sind wir halt dead, ne? Dann sind wir halt dead. Ah, diese Mistkelle ist stärker, als ich dachte. Du musst Bildschirm sein, richtig? Hoch, was da macht ihr hier? Es ist gefährlich, ja, seht ihr das nicht? Wir sind hier, um dir zu helfen, deine Frau hat uns geschickt. Was, wirklich? Na gut, ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Dann folge ich dem, der gerade abgehauen ist. Überlasst das hier mit euch. Okay, einer ist abgehauen. Welches Level haben die? Ich habe es fast gesehen. Es wird hier geschwommen. Oh, oder auch nicht. Ich wollte hier ein bisschen rumschwimmen. Ist er weitergelaufen? Vielleicht doch mal. Er ist einfach zu stark. Ah, ihr kommt gerade rechtzeitig. Gerade eben ist noch ein stärkerer Basilisk aufgetaucht. Und mir geht langsam die Puste aus. Kriegt ihr das allein hin? Jo, kein Ding, kein Ding. Hauptsache verwandeln uns in Stein. Wasserspektakel. Gern geschehen. Ich muss sagen, ihr habt es wirklich drauf. Danke für eure Hilfe. Ich bin Bijun, aber das scheint ihr ja bereits zu wissen. Ihr sagtet, Taurien hat euch gebeten, nach mir zu suchen. Ha, die alte Sorgen diese. Wobei, diesmal hat mir ihre schwarze Jäger wirklich das Leben gerettet. Da will ich mal lieber schnell nach Hause, damit sie sich nicht noch länger den Kopf zerbricht. Danke nochmal und bis die Tage, ne? Wir sehen uns. Ne? Ja. Ja, ja. Da haben wir soweit alles erledigt, was wir erledigen können. Ich denke, ich weiß es halt auch nicht. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles erledigt, was wir erledigen können. Außer jetzt gegen Level 50er Gegner anzutreten, weil das ist halt nicht drin. Umdrehen. Ich habe Angst um wegen die Bene Wodonan, ist klar. Ich weiß nicht, welches Level die haben. Wenn die Psychos uns schon Level 2, Level 50er Gegner schicken. Was soll mit den Bene Wodonan denn noch los sein, ne? Naja. Ah,
ich bin so froh, dich wiederzusehen. Mein Mann hat mir erzählt, dass du und deine Freundin das Leben gerettet haben. Ich stehe tief in eurer Schuld. Er hat ein paar Schrammen davon getragen, aber es scheint wohl auf zu sein. Und er hat sich zum ersten Mal dafür bedankt, dass ich mich um ihn sorge. Sonst beschwert er sich immer, dass ich so schnell den Teufel an die Wand male. Aber diesmal scheint er etwas genützt zu haben. Das alles habe ich nur dir zu verdanken. Bitte nimm dieser Zeichen unserer Dankbarkeit. Sorge einer Ehefrau. Gut. Dann checken wir nochmal rund um die Mana-Gebiete irgendwie aus, ob da irgendwie noch was mehr ist. Sidequest-mäßiges. Ich glaube, wir haben alles, ne? Ich habe jetzt auch gerade keine Lust, die Sidequests weiterzumachen, wenn da noch welche wären, weil die meisten Quests schicken uns einfach in irgendwelche High-End-Gebiete. Durasklamm. Keine. Ja, guck mal, hier sind noch... Oh Gott, was ist denn hier noch los? Oh Leute, das nimmt ja kein Ende. Naja, nehmen wir nochmal eine Psychos an, weil wir sind ja auch viel herumgeeiert am Anfang, ne? Haben quasi 12 oder 10 Minuten verschwendet, weil wir nur rumhergelaufen sind und da nicht hin wussten. Irgendwie mag ich diese Musik hier. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist die was Beruhigendes. Aber ich kenne die irgendwoher gefühlt, aber ist nicht. Die ist eigentlich schön. Verzeih, kennst du dich so viel mit Heilkräutern aus? Das sogenannte Tröpfchenkraut trägt angeblich den Segen der Göttin in sich und wirkt gegen alle möglichen Krankheiten. Es soll im Miloswald wachsen. Ich habe versucht, auf die riesige Ranke zu klettern, aber wurde sofort von den Wächtern zurückgepfiffen. Dich aber würden die Leute von den Endbruchklippen doch sicher in den Wald lassen, oder? Ich glaube, normalerweise liegt es mir freier, fremde Leute zu belästigen. Doch meine Tochter ist sehr krank. Würdest du mich für den Wald gehen und etwas Tröpfchenkraut für mich pflücken? Ja. Belohnung Herold Zepter des Waldes. Miloswald. Ich muss halt erstmal gucken, ob wir in den Miloswald dürfen. Wenn da ein Stern ist, dürfen wir nicht. Weil da ist ja eine Bene Bodona. Ne, wir dürfen nicht benutzen. Wir dürfen nicht, wer das ruht. Ja. Wieso wird hier nichts gezeigt? Suche das Tröpfchenkraut. Pflücke Tröpfchenkraut im Miloswald. Ja. Wir sind ja jetzt im Miloswald, aber die Frage, wo kann man das pflücken? Weil, ganz ehrlich, ich sehe halt auch nicht auf der Map, ne? Also, ich weiß nicht, wir können ja schon irgendwelche Pflanzen da angreifen. Das ist nur Geld. Damit wir extra Geld verdienen. Pflücke extra. Na? Hä?
Wie? Meine Güte, geh ich ja dahin. Ich darf halt nicht ins Dorf. Oh, sehr gut. Wo kriegt man Tröpfchenkraut her? Und unterschluckt. Also ich, es wird halt nicht auf der Karte markiert, das. Wir sind im Minoswald. Oh Mann, kann man sich bitte näher so einen kleinen Felsen festhängen? Da ist. Ist das? Bitte lass es das sein. Nee. Ein Erfahrungsbooster. Ist halt nicht das, was ich will, ne? Tröpfchenkraut suchen wir. Ja, darf ich mir eine Vergiftung heilen, bitte? Hallo. Danke. Ich habe keine. Achso, ja, jetzt zu spät. Das ist aber. Wieso laufen die in die Vergiftung immer rein? Hüpfen am Auto, laufen doch da automatisch rein. Woher soll ich die? Nein, ich. Oh doch. Was? Richtig? Vielleicht kriegen wir hier Minuskraut, ich weiß es nicht. Wird denn nicht auf die Karte markiert? Ja. Da ist was drüben. Ah, ich verstehe schon. Bestimmt leer und irgendwas Unsichtbares. Oder da, genau. Ich hoffe, dass irgendwo Minuskraut ist. Minuskraut sage ich schon. Schlagstechen, Waffenschuhe. Julie, was bringt er ja nicht weiter? Ich such halt. Dieses Kraut. Kann mir halt nur vorstellen, dass es irgendwo so richtig dumm versteckt ist. Oh mein Gott, erschreck mich doch nicht so. Ich wollte doch nur. Wir sollen das Kraut pflücken, aber hier ist doch nirgendwo Kraut.
Ja, spring halt direkt da runter. Warum ist hier ein Krug unten? Wir kriegen auf jeden Fall ein Herold-Zepter des Waldes. Das ist eigentlich voll gut. Frotan benötigt Tröpfchenkraut aus dem Mylos-Wald, um seine kranke Tochter zu kurieren. Geh in den Wald und pflücke das Heilkraut für ihn. Also müssten wir theoretisch auch erfahren, wo es ist hier, oder nicht? Ich will ja nicht in nach Verdes Ruh. Pflücke das Kraut. Hast du irgendwas damit zu tun? Da hast du nur eine Truhe, aber... Ich glaube nicht, dass was damit zu tun hat. Keine Ahnung. Wir haben vielleicht bald alle Schätze gefunden. Das ist ja schön und gut, ne? Aber... Ich hätte eigentlich viel lieber das Kraut, was ich irgendwie pflücken soll. Von wo ich sollte pflücken? Hier ist der. Es wird ja nirgendwo angezeigt. Und damit komme ich ja wieder zurück. Und da war ja nichts. Also ich habe keine Ahnung, Leute. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo hier im Wald ich was pflücken soll. Ja, so... Ganz ehrlich, keine Ahnung, wahrscheinlich müssen wir erst die Bedone erledigen, bevor wir die Quest wirklich alle richtig, bevor wir jede Quest alle erfüllen wollen, würden. Dann würde ich sagen, machen wir uns im nächsten Part auf, uns um die Bedone zu kümmern, weil es hat sonst keinen Zweck. Jede zweite Quest können wir nicht abschließen. Hier, man muss bei jeder Quest aufpassen, dass man nicht in die Gefahr läuft, in ein Gebiet, wo ein Bedone ist, zu landen. Das hindert das Erkunden halt sehr stark. Wir werden uns... Ist das... Das sind zwei verschiedene Mylos-Wälder? Warte mal. Oh, das ist so big. Das ist so gemein. Es gibt zwei verschiedene Mylos-Wälder. Ja, gut. Dann machen wir die Quest jetzt doch noch zu Ende. Aber fangen trotzdem mit dem nächsten. Aber machen wir trotzdem mit dem nächsten Party Bene Bodona. Ja. So, irgendwo hier soll es sein. Müssen wir warten, bis er kurz weg ist. Huch, hat sie geruckelt? Da unten. Tröpfchenkraut.
Ja, ich habe nicht gewusst, dass es zwei verschiedene Milos-Wälder gibt. Das heißt unterschiedlich, die Wälder, die es da oben gibt. Habe ich nicht mehr gewusst. Dass man sich einfach direkt per Knopfdruck überspringen kann. Das ist halt auch so ein leichter Bullshit. Ja. Das ist auch so ein leichter Bullshit. Weil wenn man die... Das dauert eh nur eine Sekunde. Lass das einfach direkt überspringen. Gut. Ja, da haben wir die Aufträge auch noch ein bisschen auch noch erfüllt. Ein bisschen herumgeirre. Am Anfang und jetzt am Ende bei der letzten Mission. Aber so ist es nur einmal, ne? Ich würde sagen, machen wir mit dem nächsten Part. Fangen wir mit dem Benimodona an. Weil es bringt ja auch keinen Spaß, immer die ganze Zeit herum zu arbeiten. Wisst ihr? Du hast mir tatsächlich Tröpfchenkraut mitgebracht. Oh, der Göttin sei Dank. Ich muss es so schnell wie möglich zu meiner Tochter bringen. Okay, ich wirke es am besten, solange es noch frisch ist. Aber bevor ich mich verabschiede, bitte nimm bitte dies. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden. In diesem Sinne, bis bald. Ja. Wir kriegen auch den Zepter direkt. Aber nicht für die Klasse, ne? Moment. Ja, nee. Schicksalsschwert. Das sieht schon cool aus. Nee, wir werden im nächsten Part uns... ich werde mich vor dem nächsten Part mal ausrüsten. Und ich weiß noch nicht, welchen Benimodona wir machen werden. Wir haben noch ein Part vor uns. Ja. Pflanze. Feuer. Wasser. Wasser als erstes. Vielleicht. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.